Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie Seven Days to Die. Und anders als meinem Gegenstück hier im Spiel ist mir persönlich tatsächlich überhaupt nicht kalt, kein bisschen. Ich glaube, wir haben hier 30 Grad drin, wenn das soweit noch stimmt. Genau, und hier würde ich jetzt gerne einfach mal querfeldein hier drüben rüber. Ist natürlich schwierig bei Nacht, aber gut, ich nehme jetzt hier den Ledermantel, lege ihn hier rein, lege das dahin und sage jetzt hier, where? Das müsste ja funktionieren, ja. Okay, dann also hier quer, fällt ein, erstmal nochmal ein Stückchen über die Straße. Und dann geht's für uns durch zerstörtes Gebiet. Mein Lieblingsgebiet, ha ha ha. Naja, kann ja nicht jeder so sein wie Run, der sich gerne seine nächste Behausung in diesem Gebiet bauen möchte. Das hat er tatsächlich gesagt, erwähnt, dass er sowas überlegt oder dass ihm das auf jeden Fall, wie soll man sagen, kein Unbehagen bereiten würde. Hm, wie jetzt? Das war's auch schon mit dem Zerstörten. Okay, na gut. Bin ich ja nicht traurig drum. Also von daher kann das ruhig jetzt hier so weitergehen. Ist natürlich blöd, dass wir bei Nacht so gut wie nichts sehen, ne? Obwohl wir jetzt hier an einem Berg sind, auf einem Berg sind, ist die Aussicht links und rechts leider nicht so die beste. Aber nichtsdestoweniger würde ich trotzdem gerne einmal kurz... Ah, cool, eine Straße. Das wird bestimmt dann die sein, die hier unten nach oben geht und die dann bestimmt irgendwo hier oben in der Stadt münden wird. Nee. Sieht man nichts. Aber wir fahren jetzt einfach hier mal straight weiter. Geht mir jetzt auch gar nicht darum, jetzt hier großartig noch einen Händler zu entdecken. Wäre zwar cool, wenn dem so wäre, aber das ist gar nicht das Ziel, sondern einfach jetzt hier nochmal einen Weg zu finden, über den wir nach Hause kommen könnten oder über den wir schnell vielleicht ein Gebiet durchqueren können, dass wir wissen, wo ist nochmal Wasser, sowas eben. Wobei, ob dann natürlich bei Nacht sich fortzubewegen unbedingt die beste Variante ist, lasse ich mal dahingestellt sein, aber wir fahren jetzt hier einfach mal so durch. Oh, ein Wildschweinchen. Doc Brown. Bin ich denn hier noch auf dem richtigen Weg? Ja, Tatsache. Sieht gut aus. Ach, juckt er die Nase heute. Unspektakuläre Weiten, die noch nie ein Mensch zuvor hätte sehen wollen. Naja. Da ist auch schon die Stadt, auf die ich zufahren wollte. Das war ja so mein Ziel. Endlich mal tatsächlich scheinbar ein Weg, der nicht durchzogen ist von 500 Kubikkilometern, ich weiß, das gibt es noch nicht, Wasser, Quadratkilometern oder Kubikmetern, aber nicht beides. Was ist denn das hier? Huch! Wo kommst du denn her? Du warst die ganze Zeit nicht da, Junge. Ja, ich krieg das mit der Blutung wohl mit. Und vor allem noch geiler, infiziert. Das ist jetzt irgendwie doof.
Weil hätte ich die jetzt nicht benutzt, dann wäre hier unten alles, was in der Scrap-Schlange drin wäre, mir da unten in die Dingens gefallen. So, na toll. Jetzt habe ich also auch keine Dings mehr. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, warum ist denn hier nichts los auf diesem Zeltplatz. Und dann war wahrscheinlich wieder irgendwie Instant Respawn, Tralilala. Toll. So, wo wollte ich denn hin? Hier, glaube ich, so, ne? Oder was? Wo ist denn die Stadt hin? Da drüben. Ja, in diese Richtung wollte ich ja nicht auch. So, da so rüber. Hm. Ja, also, hier im Spiel 22,6 Grad. Die hätte ich... Seit wann macht denn der Elch oder Hirsch irgendwelche Geräusche? Das habe ich ja noch nie gehört. 22,6 Grad, 23 Grad hier im Spiel. Das wäre ein Traum, wenn ich das hier zu Hause auch hätte. Laut Dingens sind es aber 30,3 Grad. Ja, schade, Pech, kann man nichts machen. Oh, es schneit. Ach, das wäre so schön. Das wäre so schön. Ah, hier sind wir. Okay, so. Where is my home? Where is my castle? Basis. Ein Hase? Echt jetzt? Okay. Habe ich vielleicht irgendwie noch eine Quest offen, wo ich den für erledigen muss? Nee, das sind nur Bären und das sind die blöden Spider-Zombies. Nee, dann tut es mir leid, dann bleibt der Hase, wie er ist. Das ist, den bringe ich jetzt nicht extra um, deswegen. Getroffen. Schön dran vorbeigeschossen, supi. Hallo? Hätte der mir jetzt wieder eine Blutung verpasst, ne? So, achso, apropos Blutung, hier hätte ich sogar noch Verbandkästen, also die könnte ich ja auch noch nutzen. So, wo geht's jetzt hier zum Beispiel nach Hause? Huch. Ach, Minibike. Das stimmt mit dir nicht. Nee, dann lieber ohne Licht. Mit Licht wäre zwar, ne, aber irgendwie, obwohl hier geht's. Im Schneebiom ist das, glaube ich, nicht so erquickend, aber hier draußen, wo hier sowieso viel nichts ist, da kann man ruhig auch mal, aua, da kann man ruhig auch mal die Taschenlampe rausholen. Oh, nettes Häuschen, in einer schönen Lage. Wäre mir, glaube ich, persönlich ein bisschen zu ruhig hier, aber gut. Wer es mag, Umgebung ist ja ganz nett hier. Ein Geier. Ja, nee, ist klar. So. Genau. Nochmal ruhig. Aua. Wie sieht denn die Haltbarkeit von meinem Minibike aus? Da könnte ich ruhig auch nochmal das ein oder andere Repair-Kit reindrücken bei 87%. Batterie 95%. Die müsste sich ja eigentlich aufladen. Wobei, jetzt habe ich ja Licht an. Ist die Frage, ob sie sich dann auch auflädt. Ich war ja jetzt so gut wie nur bei Nacht unterwegs. Mit Licht an und so. Wie geht's mir? 104. 95 da immer noch. Es ist immer merkwürdig, wenn man irgendwo über so eine Kuppe fährt und dann nach unten guckt und es sieht relativ glatt aus. Dann vermittelt das für mich immer den Eindruck, da ist Wasser. Da kriege ich immer so leichte Panik, dass ich mit dem Minibike da nicht reinbrettere.
oder in irgendeinen anderen ominösen, was auch immer. Was? Was ist das hier? Könnt ihr das bitte mal aufhören zu regnen? Oh nein, ist das wieder so ein endloser Trichter? Oh, verflucht. Wie gut, dass ich da nicht mit dem Minibike reingebrettert bin. Ah, Tatsache. Hatten wir so ein Ding nicht auch mal hier irgendwo beim Händler gehabt? Oder ist das mittlerweile verschwunden? Ist das so ein Wandertrichter? Hier haben wir entweder noch nicht aufgedeckt oder das ist ein Grafikfehler. Nee, wo der andere Trichter ist, weiß ich nicht. Da. Nee, Tatsache. Hier, man erkennt die auf der Karte immer ganz gut. Die sind scheinbar häufiger hier vertreten. Na super. Also das muss nun tatsächlich nicht sein, liebe Fun-Pimps. Die müsste man theoretisch eigentlich auch zumauern. Irgendwie mit... Einfach nur mal eben schnell Holz drüber jagen. Wo muss ich denn hin? Wo geht's denn nach Hause? Da drüben. Um diese Trichterkrater zuzumachen, damit man halt eben nicht, wie ich jetzt, mitten in der Nacht... Oh. Wenn hier dann noch so ein Benzinfässchen rumsteht, nehme ich das so leider mit. Halt eben nicht im Dunkeln, mitten in der Nacht, einfach mal so salopp da reinfällt. Huch. Ja, es ist jetzt gerade wieder ein bisschen schwierig für ihn, weil er jetzt die ganzen Chunks neu laden muss. Das ist ja immer die Kacke, wenn man so weite Strecken zurücklegt, dass er ja unheimlich viel nachladen muss. Ernsthaft jetzt hier? Das ist doch nur ein kleiner Hügel. Junge. Mal hin. Und dann sind wir hoffentlich endlich wieder zu Hause, können das Minibike ausleeren und uns wieder netteren Dingen widmen als irgendwelche Leuchtspucker in irgendwelchen Militärbasen aufzulauern. Das war unangenehm. Oh, war das unangenehm. So langsam wird es ja wieder hell. Gott sei Dank. Ständig in meinem Dunkeln hier rumcruisen ist ja auch irgendwie ätzend. Mal gucken, ob ich hier langkomme, aber ich glaube, jetzt habe ich hier dann wieder die tollen Bergkuppen. Ja. Weil das geht ja noch hier. Ja, 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 komm. Halt die Backen, Junge. Ich hab was anderes zu tun hier. Wurde das nicht noch gerade hell? Merke ich aber gerade nichts von. Ich gebe übrigens kein Gas. Und jetzt lädt auch die Batterie wieder auf. 96% hat er so schon. Ja, Junge. Komm, das hältst du doch ruhig. Wir müssten jetzt hier schon auf der Zielgeraden sein. Also eigentlich... Ist das doch, glaube ich, das Tal, wo sich auch unsere Basis drin befindet, oder? Sehe ich das falsch? Müssen wir da nochmal über den Berg? Hm. Nee, doch nochmal über den Berg. Schade. 97%. Jetzt lädt die Batterie auf. Also wenn man... Ah, hier ist die Säule wieder. Unsere Beginnersäule sozusagen. Wenn man das Licht anhat, dann entlädt sich die Batterie. Hast du Licht aus und fährst, dann lädt sie sich auf. Also ich wusste zwar, dass sie sich auflädt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so viel Energie zieht, wenn man das Licht anhat, dass sie sich dabei nicht auflädt. Aber okay, wieder was dazugelernt. So. Ah, endlich wieder zu Hause, Kinders. Was ist das schön. Kein Licht an. Auch hier drin nicht. Und warum? Na klar, wir waren so lange weg, dass wir, da wir ja immer noch keine verfluchte Solarbank haben, sich hier wahrscheinlich die Battery Bank komplett... Jo. Aber das ändern wir jetzt mal. Dann werden die gleich mal aufgeladen.
Und dann dürften wir hier unten auch endlich wieder Licht haben. Sehr schön. Gut, was haben wir denn hier für Krams, den ich gleich mal wegtun kann? Unterschiedlich. Wir bleiben, glaube ich, erstmal hier bei diesem Kasten stehen. Wo habe ich denn... Hier ist... LED drin. Ja, habe ich jetzt nicht so viel. Ja gut, dann machen wir es jetzt einfach erstmal so. Brechen den Kram hier ab. Dankeschön. Wird das hier reingelegt und das hier reingelegt. Das Brass packen wir hier hin. Dahin. Na, die nehmen wir euch mal hier rüber. Achso, sind dann auch schon wieder voll. So, und dann können wir hoffentlich die Dinge aufnehmen, die hier so am Boden rumliegen. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal. Stoff und Kleidung. Haben wir hier irgendwas? Nee, warum gucke ich denn da rein? Doch hier. Militärgedöns. Haben wir auch gar nicht mal so viel von. Okay, dann gucken wir oben nochmal zum Händlerzeugs. Da haben wir auch noch einiges zum Verticken hier, wenn ich das so sehe. Und die Knarre kann da auch gleich rein. Das war das. Hier. Noch irgendwas für hier? Nö, aber ich könnte hiervon mal wieder welche mitnehmen. Wobei, ich nehme nur 4 mit. Falls ich nämlich noch eine finde unterwegs, dann kann ich immer noch mal eine da rein tun. Essenstechnisch habe ich hier irgendwas. Nee, warum gucke ich denn dann da rein? Aber trinken habe ich. Zumindest leere Gläser. Spiritus ist, glaube ich, hier nicht drin. Nee, Spiritus habe ich nämlich hier vorne drin. Ja, hätte ich doch da gleich reinpacken können. Machen wir ein bisschen nicht. Mann. Gut, da haben wir hier Autozubehör und Zeugs. Da ist dann auf jeden Fall das drin. Auch die Sprungfedern. Eisenrohre haben wir jetzt irgendwie auch genug. Warum habe ich denn die Biere nicht weggepackt? Nein, hier, da wollte ich doch rein. Die Biere, puff. Da können wir uns aber richtig einen ansaufen jetzt. Dann, achso, hier haben wir oben natürlich noch, klar, die Benzinfässer. Huiuiui. Das sind aber einige. In Materialien hau ich diesen Kram rein, den Sand rein. Noch irgendwas für hier? Ja. Gaffertape. Auch nicht gerade wenig. Munition. Plöpp, plöpp. Die Slugs kommen da auch rein. Fertilizer nicht. Aber der Kram. Dann unter Werkzeuge können wir hier den Krams tun. Und Waffenteile. Schrotflintenlauf. Den Fertilizer habe ich, glaube ich, nirgendwo drin. Ne? Den habe ich hier immer zu essen mit dazu gepackt, bei wegen hieraus mache ich, ne, und sowas. Ja, ja, ja. Gut, dann können wir hier da einfach mal ein bisschen Breast draus machen. Wie jetzt? Da waren noch 5 Stück drin, oder nicht? Okay. Wie ist denn das bitte schön so schnell weggegangen? Oder ist die Geschwindigkeit, in der Brass schmilzt, schneller als in die von Eisen? Aber dann frage ich mich umgekehrt, wie kann dann so viel Brass in so kurzer Zeit so schnell schmilzen? Aber gut. Okay. So, haben wir hier oben noch ein Repair-Kit vielleicht? Ja, sehr schön. Das nehmen wir auch mit runter zum Minibike. Das könnten wir nämlich da schon mal gleich rein investieren. Damit unser gutes Gefährt einfach auch mal wieder heile ist. So, und was, ich glaube, man soll das hier raus machen, ne? Reparieren haben wir jetzt von 4309 Haltbarkeit. Ja, fast. Und bis auf hier den Sitz ist eigentlich alles relativ
relativ gut in Schuss. So. No. Sehr nett. Wunderbar. Tütülün. Machen wir hier vorsichtshalber nochmal zu. Wenn wir schon so eine wunderbare Tür haben, dann sollte ja auch durchaus Nutzen haben. Okay. Ich glaube, wir haben ja noch Zeug zum Verkaufen drin gehabt. Nee, scheinbar nicht. Gut, dann haben wir hier erstmal ganz viel Technikzeug. Und zwar hier die Parts. Also das hat sich definitiv gelohnt. Guckt euch das mal an hier. 690 Electrical Parts, 308 Electronic Components, 512 Scrap Plastic, 234 Mechanical Parts. Finde ich mal gar nicht mal so schlecht, Leute. So, dann haben wir hier, achso, und Öl. Zack, Gott, können wir uns ja mit totschlagen mit Öl. Munition, da habe ich ja auch noch mal ein bisschen was dafür. Puff, puff, immerhin 14. Unter Waffen hätten wir hier sogar noch einen Raketenwerfer. Gut, der ist besser. Hier muss ich gleich noch mal gucken, was wir daraus veranstalten können. Wobei, doch, haben wir, nee. Na, würdest du mal bitte den cachen? Dankeschön, Dankeschön. Waffenteile. Maschinenpistole. Habe ich hier irgendwas? Scharfschützen, kurzer Schrotflinten, Scharfschützen, Scharfschützen. Pistole, Raketen, Pistole, Raketen. Maschinen, Maschinenpistole. Ja, guck mal, was für gute Maschinenpistolenläufe wir haben. Aber gut, da habe ich ja noch keinen 600er. Was haben wir hier noch? Scharfschützengewehr. Können wir daraus vielleicht auch noch mal eins bauen. Scharfschützenverschlussgehäuse. Jo. Gut, das war das, liebe Leute, liebe Freunde. Ich sag mal Dankeschön fürs freundliche Zusehen. In der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen um das Beet kümmern, was wir hier haben, und vielleicht auch endlich mal den Weg bis dahin hin schaffen. Und gucken, was wir hier sonst noch so veranstalten können. Einschmelzen. Ja, Punkt. Einschmelzen. Und dann schauen wir mal, hoffen wir doch mal, wann denn endlich die Alpha 17 kommt. Ich sag Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.